Hallihallo und willkommen zu einem neuen Player Review. Ja, heute mal ein Spieler, der so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so geil erscheint. Und ich wusste auch nur, dass ich ihn mir nicht unbedingt kaufen möchte, sondern ich habe ihn mir ausgeliehen bekommen vom netten Herrn Hunter Run. Müsste ihn nicht, so ähnlich, ja. Und er hat ihn mir angeboten und meinte, ey, willst du ihn mal ausprobieren? Ich so, ey, klar, vierstündiges Gemus, Linksfuß auf mit Mittelstürmerposition mit 79 Schuss, 78 Dribbling, 77 Passen und 70 Tempo. Das klingt doch gar nicht mal so übel. Du brauchst kein 90-Pace-Spiel auf der Mittelstürmerposition. Und deshalb dachte ich mir, der klingt gar nicht so interessant. 1,78 groß, ist auch in Ordnung, keine Frage, ist jetzt kein Kopfballungeheuer, aber das muss er auch nicht sein. Wir gucken seine Ingame-Stats ein und da sehen wir natürlich auf ersten Blick 87 Flanken, 91 Fernschüsse, 85 Elfmeter, 87 Schusskraft, 80 Volleys. Also richtig, richtig geile Schusswerte natürlich, 72 Stärke dazu noch, also auch kein ganz, ganz schwacher Spieler. Er hat einen wirklich, wirklich guten Schuss, keine Frage, auch einen richtig guten Abschluss. Seine eigentliche Karte ist linker Mittelfeldspieler, deswegen kann ich jetzt eher nicht sagen, wenn ihr euch die nicht leisten könnt, solltet ihr die normale Karte ausprobieren. Erstmal, weil ich nicht weiß, wie sie spielt. Zweitens ist er, glaube ich, im linken Mittelfeld nicht ansatzweise so geil. Aber dieser Wechsel von linkem Mittelfeld auf Sturm, auf Mittelstürmer, der tut ihm auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut, kann ich euch sagen. Ihr seht hier, werdet hier in den Clips sehen. Er hat einen richtig klasse Schuss. Vier Stände geben auf 70 Tempo, völlig ausreichend, wenn man einen schnelleren noch davor hat, wie ich hier in dem Fall gut. Aber McFadden war hier schon eindeutig der Mann dieses Teams, da kamen die alle nicht so ran. Klar, ich probiere meistens in Player Reviews immer alles über die eine Person dann zu spielen. War es immer ein bisschen das ganz verzerrt, aber letztlich finde ich es gar nicht so schlimm, denn man kriegt immer noch ein sehr gutes Bild davon, wie gut ein Spieler ist. Und deswegen ist der Spieler, den ich review, meistens der Dreh- und Angelpunkt in meinem Team, meine ich so generell, aber ich glaube, er ist auch so, wenn man nicht alles über ihn spielt, immer noch alles andere als ein übler Spieler. Ja, ich weiß gar nicht, was das gerade kostet. Ich meine, um die 60.000 Maximum. Vielleicht ein bisschen mehr, kommt immer drauf an. Silberinfos schwanken doch dann auch ab und zu mal ein bisschen einfach, weil ja die Leute dann gerne Silberinfos Price fixen und so. Hier mal ein Longshot von McFadden. Ja gut, der war jetzt nicht so sonderlich spektakulär, aber trotzdem wichtiges Tor jetzt, weil ich dann nur 3:2. Also sein Schuss ist halt richtig stark, sein rechter Fuß, naja, innerhalb von 10 Metern ums Tor herum macht ihr euch auch mal einen mit dem rechten Fuß rein, aber so, wenn ihr irgendwie könnt, legt euch den Ball auf seinen linken Fuß, wenn ihr ihn selber ausprobiert, und dann geht das Ganze schon ab. Und ja, er steht meistens auch noch richtig, wo er hin muss. Hier mal schön den Pfostenschuss von Goodwilly ausgenutzt. Aber generell kann man auf jeden Fall sagen, auf links legen mit McFadden und dann einfach abziehen und ihr habt sehr, sehr gute Chancen, dass der Ball einfach drin landet. 91 Longschüsse mit 87 Schusskraft. Longshot-Taker ist er, glaube ich, ohne, auch wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, seine Longshots gehen immer zumindest mal sehr, sehr nah ans Ziel ran. Ansonsten, klar, ein ganz starkes Passspiel hat er auch. Also ihr könnt ihn auch als offensiven Mittelfeldspieler spielen lassen. Aber so als Mittelstürmer hat er mir schon richtig gut gefallen. Er ist zwar meistens auch in die komplette Stürmerrolle reingerollt. Also er hat nicht nur den offensiven Mann dann gegeben, sondern ist meistens sogar noch vor Goodwilly irgendwie gewesen zum Beispiel. Aber ihr habt vierstellige Skillmoves, damit könnt ihr im Notfall, falls euch der Verteidiger vom Gegner zu schnell vorkommt, auch einfach mal mit einem Skillmove vorbeigehen an dem und dann mit der halbwegs ordentlichen Stärke natürlich auch keine Probleme, da mal den Ball zu behaupten. Deswegen behaupte ich einfach mal, McFadden ist wirklich, wirklich ein Spieler, der mich überrascht hat. Ich habe nicht sonderlich viel von ihm erwartet. Ich habe mir zwar gedacht, dass er einen geilen Schuss hat, hier mal am Keeper vorbei und dann mit dem Trickschuss ins Tor auch ein nettes Törchen. Also ich habe mir, wie gesagt, gedacht, der wird bestimmt einen richtig guten Schuss haben, aber 70 Tempo und nicht groß und nicht mega stark, auch wenn ich nicht wusste, dass er über 70 Stärke hat. Das ist kaum weniger Stärke als Ronaldo jetzt zum Beispiel, nur so als Dings. Ronaldo hat 78 oder 79 Stärke, McFadden 72, also ja, da werdet ihr jetzt nicht so den Unterschied merken zum Beispiel. Aber nein, ich dachte halt, der wird einen geilen Schuss haben. Ansonsten so ein bisschen, hinterherhinken im Tempo, nie so in der Position sein. Und ich hatte es ja mit Dudu zum Beispiel damals.
Ja, mit dem kam ich ja gar nicht zurecht. Der ist jetzt auch nicht der Schnellste, hat aber einen bombastischen Schuss und der hat mir gar nicht gefallen. Aber hier, der McFadden, war wirklich so jemand, der mich stark überrascht hat. Ich muss zugeben, ich hatte als allererstes ein 4-3-3 falsche 9-Team mit McFadden als einzige Sturmspitze und da ging nicht sonderlich viel. Also egal, was ihr macht, sobald ihr vorhabt, McFadden auszuprobieren in Inform, ja. Nicht als einzige Sturmspitze hinstellen. Ich dachte, er könnte als falsche 9 ziemlich geil sein, aber nee, 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 das war nix. Ich habe vielleicht auch die falschen Flügelspieler dazu genommen. Hier einmal den Mackay Steven, der hier gerade mal auf einen Skillrun losgeht. Und dazu hatte ich noch Inns auf der anderen Seite. Ist nicht das Optimum, da braucht ihr dann schon richtig starke, sowas wie, ja, keine Ahnung, DPI, S-Wein, irgend sowas. Also wirklich auch Spieler, die theoretisch fast Mitstürmer sind. Aber ja, deswegen, ich würde McFadden entweder als offensiven Spieler stellen und davor noch einen Stürmer oder zwei Stürmer oder ihn einfach als Doppelspitze aufstellen. Dann könnt ihr mit McFadden auf jeden Fall richtig Spaß haben. Bombastischen Schuss und mehr braucht ihr auf so einer Karte meistens auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung von euch freuen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Wenn ihr mir was ausleihen wollt, weil ihr sagt, ey, ich habe einen geilen Silber in Form, ich habe einen geilen Gold in Form oder hab, weiß ich nicht, Ibrahimovic, Ronaldo, was auch immer ihr mir vielleicht ausleihen wollt. Dann schreibt mir noch bei Facebook oder ja, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ihr könnt mir auch so kommunizieren, aber Facebook ist deutlich einfacher. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, ich packe euch noch das Team in die Beschreibung, aber es ist ja jetzt nicht sonderlich kreativ. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.